herzlich willkommen hier auf Microhazard TV. Ich bin's der Bio und begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer weiteren Lotus-Folge. Heute wollen wir uns das Thema mal annehmen, das mit den Weichen und wie wir eine zweite Straßenbahn an die erste Straßenbahn ankuppeln können. Und das Ganze, wie gesagt, jetzt ganz gechillt hier in einer weiteren Folge. Deswegen, wir wollen halt Zug, also Straßenbahn auf Gleis 5 ist unsere Hauptstraßenbahn, mit der fahren wir. Und wir wollen gerne Straßenbahn auf Gleis 7 hinten rangehangen haben. Und wie das Ganze funktioniert, das, wie gesagt, jetzt. Das heißt aber erstmal, müssen wir jetzt die Straßenbahn erstmal aufrüsten. Von daher wieder Schlüssel rein, alles vorbereiten, Stromabnehmer nach oben fahren und den Hauptschalter gedrückt halten. Übrigens, was mir aufgefallen ist, ich habe das jetzt zusammen mit dem Ice Dragon mal geschaut. Also der Startvorgang stimmt nicht ganz. Wir müssten nämlich hier eigentlich noch den Schlüssel in die Batterie stecken. Okay, das gehört auch noch dazu. Der müsste hier eigentlich auf 1 stehen, damit wir das Ganze jetzt hier machen können. Und hier oben, die Spannungsanzeige funktioniert auch nicht. Aber man sieht hier schon ganz gut, wenn man mal jetzt richtig nah rangeht. Hier hinter sieht man halt die Textur. Und der Pfeil hier vorne, der ist äußerst klar zu sehen. Also der bewegt sich noch. Der ist jetzt wahrscheinlich in der Early Access noch gar nicht verfügbar. Aber er bewegt sich irgendwann. Also die Spannungsanzeige kommt irgendwann, denke ich mal. Wird bald da sein. So, wir sind soweit startklar. Deswegen, los geht's. Wir fahren mal raus aus dem Betriebshof. Und werden dann mal in den Zug wechseln, die Straßenbahn. So, wir werden hier schon mal Anblinklicht anmachen. So, jetzt geht's hier rum. Schön mit Warnblinklicht, ne, so wie sie es gehört. So, okay. Soweit, so gut. So. Dann holen wir uns Kollege Nummer 2. Da springen wir jetzt einmal hier hinten hin. Zack. Und hier haben wir die gleiche Prozedur. Also, das heißt, Schlüssel rein. Starten. Stromabnehmer nach oben, weil wir ein Stück vorfahren müssen. Warten. Starten die Hauptschalter, hier die Elektrik. So, das funktioniert auch. Und somit sind wir hier auch startklar und können wieder losziehen. Also es dauert echt nicht lange, ja, wenn der aufgerüstet werden muss. Und das finde ich halt sehr angenehm. Ich mag das nicht, wenn du reinspawnst und du kannst sofort losfahren. Das ist total unglaublich. Okay. Aber naja, gut. Muss man halt immer selbst entscheiden, ob man es gerne spielen möchte. Übrigens, ich konnte Virtual Reality aufnehmen, Leute. Virtual Reality. So, da sehen wir sie schon, ja. Gut. So, jetzt heißt es. Wir holen die Kupplung raus. Das ist einfach mit so einem Klick nach vorne. Springen wir mal kurz hier zu dem Kollegen hier. Das hätten wir auch gleich mal machen können, eigentlich. Haben wir vergessen. So, zack, F4 und schalten jetzt nochmal zu dem hier rüber. Und das Ganze fahren wir jetzt hier ran. So, gut, das heißt, bei diesem Kollegen jetzt werden wir soweit erstmal alles runter machen. Hier ist wichtig, wir müssen hier auf die Zugbildung gehen, ja, und hier bei dem hinteren Zug müsst ihr auf die 2 stellen, alles klar, also nach rechts, so. Somit ist hier jetzt eigentlich soweit erstmal alles soweit fertig. Ja, ihr seht, wir können jetzt auch nichts mehr machen. Hauptschalter ist soweit aus, wir könnten den Schlüssel jetzt hier rausziehen und dann können wir jetzt mal in den Vordermann gehen. So.
gehen jetzt hier hin und sagen jetzt hier, Ice Dragon meinte als kleinen Tipp vielleicht noch Feuer erstmal einziehen lassen wieder. Hier stellen wir jetzt auf 1 plus 2 und jetzt können wir das hier oben wieder hochfahren und müssen natürlich den Hauptschalter wieder drücken. So, und so weit, so gut. Und wie ihr jetzt seht, der hintere hat jetzt auch Strom, bekommt Strom von vorne. Warnblinklicht ist an. Das, was wir vorne angemacht hatten, hatten wir jetzt bei dem zweiten nicht gemacht gehabt. Und haben jetzt somit den zweiten Kollegen jetzt hier rangehangen und können jetzt hier ganz normal, wenn wir das jetzt möchten, losfahren. Ihr seht, ohne Probleme. Ja. So, jetzt können wir hier natürlich in dem Sinne jetzt hier Warnblinklicht ausmachen und können jetzt Fullspeed geben. Über Weichen übrigens immer mit 20 km/h, wie der Ausdruck erzählt. Wusste ich gar nicht. So. Auch müsste jetzt hier alles funktionieren, wenn wir jetzt zum Beispiel hier blinken nach rechts. Sollte dieser auch rechts blinken, ihr seht's, ne? So, wir bremsen gerade aktuell. Jetzt haben wir die Bremse mal gelöst. Ja. Ja, ich muss hier ein bisschen gegenkämpfen. So. Genau. So, jetzt versuchen wir mal noch ein schönes Bild hier hinzubekommen für YouTube. Zwei sind maximal, mehr gehen nicht. Haben wir auch getestet hier in Lotus. Das funktioniert tatsächlich wirklich nicht, weil ihr habt keine Möglichkeit, den dritten noch zu schalten. Und wie der Ice Dragon auch meinte, ist das gar nicht zulässig. Also es dürfte sowieso nicht so funktionieren. Von daher ist Lotus da auch sehr realistisch. Wir können jetzt aber zum Beispiel auch einfach mal jetzt sagen, wir machen jetzt die Scheinwerfer mal hier jetzt an. Ja, und normalerweise müsste jetzt in dem hinteren Part jetzt, ihr seht's, ne, da sehen wir, ist an. Ja, also es funktioniert halt alles, ja, auch wenn wir jetzt blinken würden. Und das funktioniert halt wirklich nur, wenn ihr das jetzt so eingestellt habt, wie ich euch das gerade gezeigt habe. Würdet ihr das tatsächlich nicht machen, wenn ihr jetzt sagen würdet, hier, pass mal auf, wir machen jetzt trotzdem, zack, und jetzt bei dem hinteren macht ihr jetzt, zack, so, und ihr steckt jetzt hier den Schlüssel rein. Ja, würde das natürlich auch funktionieren, aber ihr seht jetzt, der Kollege hinten zeigt gar nichts mehr an. Auch wenn ich jetzt hier blinken würde. Doch, der blinkt trotzdem. Interessant. Achso, na klar, weil wir ja drin sitzen. Wir müssten dann vielleicht schon in den ersten Zug wieder rein. Und wenn wir jetzt hier blinken würden, ihr seht, da passiert gar nichts. Das, ihr könnt jetzt damit fahren. Allerdings fährt sich das dann so. Ich zeige euch das. So, also, das heißt, wir gehen jetzt Vollschub. Das ist alles, was passiert. Die vordere Straßenbahn ackert wie ein Kaputter, weil die zweite nämlich einfach nur hinterhergezogen wird. Ja? Also sie hat nichts, keinen Antrieb, sonst irgendwas. Ja? Das müsst ihr euch praktisch ein bisschen so vorstellen, wie ihr zieht ein Auto, was hinten eine angezogene Handbremse hat. Genauso müsst ihr euch das vorstellen, so ist das hier. Deswegen müsst ihr das halt immer umschalten in der Richtung, dass von wegen, dass ihr jetzt ab sofort zu zweit unterwegs seid und nicht mehr alleine. Den hinteren, wie gesagt, immer in eine Zweistellung geben und vorne 1 und 2 Stellung, weil er der Hauptcharakter ist, ja, also in der Sinn das Hauptteil, ja, er fährt, er steuert alles und der hintere, ja, nimmt halt nur einfach alles mit. Ihr seht, ne, das ist die Maximalgeschwindigkeit, die wir haben. Fehler, das ist ein häufiger Fehler, der wirklich passiert. Deswegen wollte ich das hier nur mal so sagen. Ist auch, wenn ihr einfach den wieder loslasst, bremst der Zug auch komplett einfach nur ab. Ja, da merkt ihr dann halt schon, dass der hinten mit angezogener Handbremse irgendwie gefühlt fährt. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklärt habe. Der Ice Dragon könnte es wahrscheinlich ein bisschen besser erklären. Aber wie gesagt, ich bin ja auch kein richtiger Straßenbahner. Das ist ja
Für mich ist es hier einfach nur alles ein bisschen Fan-Zeugs. So, und jetzt haben wir soweit wieder alles eingestellt und jetzt könnten wir hier wieder losfahren. Und ihr seht, ne, er fährt sofort wieder. Genau, so läuft das also, wenn ihr einen weiteren Straßenbahn anhängen wollt. So, einmal rumgezogen. S-Dragon meinte auch, das Fahrverhalten ist sehr realistisch. Haben sie sehr gut umgesetzt. Man muss dabei sagen, S-Dragon ist Straßenbahnfahrer und er kennt den GT6. Ja. So wird er hier halt in Berlin genannt. Meinte er, GT6, also GT6N wird er gar nicht genannt hier. Von daher ist es halt immer interessant zu sehen dann, ja, wie denn so Leute halt wirklich dann sagen, so, es fühlt sich echt an. Ja. Ja, ne? Ist halt auch nicht selbstverständlich. Hätte ja sonst irgendwas vormachen können. Aber wie gesagt, also ich finde Lotus jetzt schon massiv geil. Habe ich jetzt schon in den ganzen Videos, aber das ist schon mal erwähnt. Irgendein YouTuber hat gesagt, der ist voll Porno. Das könnte man tatsächlich wirklich so nennen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich war anfangs richtig skeptisch gewesen, ja, wo es denn hieß, ja, es kommt ein neuer Omsi-Konkurrent und der macht alles besser und ja, dachte ich mir auch so, ach Quark mit Soße, niemals wird sowas geben, niemals, ja, und tja, was soll ich sagen, ich wurde eines Besseren belehrt. So, Schiff G. Das hat jetzt funktioniert, dass sie die Taste jetzt angenommen hat. Ja, da. So, jetzt nochmal. Schiff G, ja, hat er. Sehr schön. So. Gut. Denn abkoppeln, ganz einfach, ihr drückt hier auf die Kupplung. Drückt auf die Kupplung, genau. So, das war's. Jetzt könnt ihr hier noch zu dem anderen springen, um das alles richtig zu machen. So, drückt hier auch noch die Kupplung. Also auf die Kupplung rauf, fährt dann ein. Und ja. Soweit, so gut. Schalte jetzt hier wieder um. Zack. Und dann. Nee, warte, stopp. Und natürlich vorwärts. So. So gut, das war das gewesen und tatsächlich, glaube ich, bin ich jetzt auch erstmal am Ende, was man so zeigen kann. Wenn ihr natürlich noch ein paar Sachen sehen wollt, dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt mir auch gleich mal vielleicht einen Gefallen tun, vielleicht habt ihr das mal schon mal bei einem anderen YouTuber gesehen oder ihr wisst vielleicht das selbst. Ich habe das Ice Dragon gestern gezeigt gehabt und er kennt sich ja halt aus. Die Mantas können auch rückwärts fahren. Okay, da habt ihr jetzt hier hinten. Um jetzt hier mal kurz zu drücken.
Habt ihr hier hinten die Möglichkeit, dass ihr hier nämlich die Klappe aufmachen könnt. Okay. Und hier könnt ihr den Schlüssel reinstecken. Okay. Und dann habt ihr die Möglichkeit, eigentlich so rückwärts zu fahren. Leider funktioniert das nicht. Ist das jetzt noch, weil Lotus das noch nicht unterstützt? Oh, da haben wir da irgendwo hier so einen kleinen Fehler drin. Ich kann euch das gerne nochmal kurz zeigen. Und wie gesagt, wir haben wirklich gestern eine ganze Weile rumprobiert. Normalerweise, zack, holen uns den Schlüssel, gehen dann nach hinten, stecken hier den Schlüssel rein. Schlüssel steckt, okay. So, jetzt können wir hier aber auch schon Sachen bedienen, ja. Wie zum Beispiel den Blinker links und rechts, ja. Wir haben die Glocke, die funktioniert. Aber wir können hier keinen Schub geben. Das funktioniert nicht. Ich kriege hier keinen Schub hin. Auch Tür 4 öffnet sich nicht. Also, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, genauso wie der Scheinwischer, da funktioniert nämlich auch nicht. Also, tatsächlich funktioniert hier wirklich bloß der Blinker und die Glocke, aber sonst passiert nichts. Ich kann hier auch nichts bewegen. Also, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, vielleicht ist es halt tatsächlich wirklich ein Anwenderfehler oder sowas. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall wäre schon mal schön zu wissen, um zu gucken, ob es einfach funktioniert, ne? So, wir werden jetzt noch zum Betriebshof fahren. Schicht im Schacht für heute. Und dann haben wir das erstmal soweit hier alles abgeschlossen. Ja, wenn ihr noch was sehen wollt, dann könnt ihr das gerne noch in die Kommentare reinhauen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon, Lotus wird ziemlich geil. Wenn die das wirklich fertig kriegen, wird Lotus ziemlich geil. So, die vordere Weiche gestellt. So. Mega. Ich halte euch jedes Mal auf den Laufenden, sobald es ein neues Update gibt, wo es neue Features drin sind oder sowas, werde ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Wenn ihr es natürlich nicht bei anderen YouTubern gesehen habt, weil manchmal, ich tummel mich halt nicht auf diese ganzen Seiten rum. Deswegen erfahre ich sowas meistens selbst immer nur aus zweiter Hand, okay? Und von daher muss ich halt immer so ein bisschen gucken. Aber sobald ich was weiß, ja, dann werden wir hier auf jeden Fall schauen, dass ich hier euch ein bisschen mehr präsentiere. Sorry, hat mich erst gestern ständig angemerkt, dass ich das immer falsch mache. Und ich werde das auch immer noch jetzt falsch machen. Ja, aber naja, geht nun mal nicht anders. So, Schlüssel raus.